Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Leszek Kolakowski, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx und unserem Stargast Erwin. Веселые и познавательные истории. Сегодня с Лешиком Колаковским, с Робертом Оуэном, с Пьером Жозефом Продоном, с Карлом Марксом и с нашим связным гостем Эрвином. Das war schlechtes Russisch. Also, liebe Kinder, herzlich willkommen. Wir haben mal wieder ein spannendes, lustiges und lehrreiches Programm. Heute mit einem richtigen YouTube-Star, nämlich mit dem Erwin. Und das hier ist der Erwin. Der Erwin hat einen YouTube-Kanal und verbringt sehr viel Zeit mit einer Sendung namens KuchenTV. Der interessiert sich also offenbar leidenschaftlich für Koch- und Backsendungen. Schauen wir doch mal in eines seiner Videos rein. Yo, ihr Freunde der Kuchen! In letzter Zeit wird unserem Kuchen einiges vorgeworfen. Da sind abstruse Vorwürfe, die die Runde machen, und unser Kuchen stellt sich folgende Fragen. Wieso denken die, dass ich ein Rassist bin? Wieso glauben alle, dass ich ein Sexist bin? Wieso denkt jeder, ich sei ein Rechter? Und ich dachte, hey Brudi, say no more, ich habe deinen Hilferuf gehört. Das sind ganz klar politische Fragen, und wenn dir einer helfen kann, dann ein politischer Kommentator. Ja, liebe Kinder, das ist doch wirklich mal ganz reizend. Ich jedenfalls fand den Erwin direkt sympathisch. Der setzt sich auch ein für Demokratie, demokratisches Wirtschaften und eine bessere Welt. Da wird einem doch richtig warm ums Herz. Und als ich dann noch hörte, dass sich der Erwin auch für meine Meinung interessiert, was zum Teufel ist deine Scheißmeinung? Da war mein Interesse geweckt, ein Video zu machen. Naja, und das hier ist Erwins Kanal. Da findet man diese übliche antikapitalistische Protestfolklore. Der Kapitalismus wird uns alle töten, rechts ist schlecht, links ist gut, die Sowjetunion war nicht der wahre Sozialismus, ein Klassiker, Lenin war rechts, Faschismus ist das Immunsystem des Kapitalismus und so weiter. Ich habe in zumindest einige von diesen Videos mal reingeschaut und die sind in Inhalt und Darbietung so ziemlich exakt das, was man erwarten würde. Insofern wäre also Erwins Kanal nicht weiter bemerkenswert. Wenn nicht unser Erwin sich auch zu einer konkreten Form von Sozialismus äußern würde und das theoretisch mit Marx zu untermauern suchte. Ja, das heißt, Politik erschöpft sich für den Erwin nicht gänzlich darin, Zuckerbäcker als Rassisten zu entlarven, sondern er hat durchaus Ambitionen, die Gedankenpaläste ergrauter Geistesaristokraten zu durchwandeln. Und das, liebe Kinder, könnte dann doch interessant werden. In diesem Video möchte ich euch also Erwins Form des Sozialismus vorstellen. Ich nenne sie den Marxismus-Erwinismus und ich möchte euch alle mitnehmen auf eine kleine Reise in die Ideengeschichte des Sozialismus. Denn, um das schon mal vorwegzunehmen, nichts von dem, was der Erwin da präsentiert, ist neu und nichts davon ist nicht schon längst verworfen worden. Aber was versteht der Erwin eigentlich unter Sozialismus? Für ihn ist der Sozialismus ein Gesellschaftszustand, in dem die Unternehmen in einer sehr bestimmten Weise organisiert sind, nämlich als, wie er das nennt, demokratische Betriebe. Lassen wir den Erwin mal erläutern, was diese demokratischen Betriebe sind. Betriebe, die den Arbeitern gehören, Betriebe, die demokratisch von den Arbeitern geführt werden, wo die Arbeiter sich selber Geschäftsführer anstellen und entlassen können, wo sie die Gewinne bekommen und darüber bestimmen, wie hoch die Gehälter sind. Und so weiter und so fort, wo sie die Investitionen bestimmen, demokratisch und alles. Und das ist einfach sehr interessant. Das ist Sozialismus. Das ist das, was, weil die Produktionsmittel gehören den Arbeitern. Weil bis jetzt hat man unter Sozialismus immer das verstanden, Bolschewiken übernehmen den Staat, kommunistische Partei führt einen Staat, kommunistische Partei sagt, hat die Produktionsmittel und sie vergibt das glorreich an die Leute. Ja? Das ist aber nicht, was Sozialismus ist. Da haben wir ja letztens den Noam Chomsky gesehen, der ja ganz klar erklärt hat, dass das so nicht ganz Sozialismus ist und dass das nicht so war in der Sowjetunion. Aber diese Betriebe, die wirklich tatsächlich den Arbeitern direkt gehören, das ist Sozialismus. Das ist Sozialismus in einem Betrieb tatsächlich.
Und er ist nicht gewalttätig, er ist nicht durch Gesetzesbruch entstanden, der ist nicht im Widerspruch mit dem Grundgesetz entstanden, er ist nicht entstanden, ja, als irgendetwas, was unerlaubt ist, sondern es ist etwas, was möglich ist. Ja, das ist eine eigenwillige und bemerkenswerte Definition des Sozialismus, die ganz ohne Planwirtschaft auskommt und auch ohne Einparteiendiktatur. Aber es ist zumindest auf den ersten Blick eine absolut hinreichende Definition. Denn bekanntlich erstreben ja Sozialisten unter anderem eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel, also konkret entweder eine Verstaatlichung oder eine Kollektivierung von Betrieben. Die Verstaatlichung ist mit gewissen Ausnahmen die Form, die der real existierende Sozialismus angenommen hat, also die Überführung der Produktionsmittel in Staatsbesitz. Die Kollektivierung hingegen, die ist der gemeinschaftliche Besitz des betrieblichen Eigentums durch die Beschäftigten, die dann alle wesentlichen Entscheidungen auch gemeinsam treffen. Und das ist es, was der Erwin will. Unternehmen als Arbeitergenossenschaften oder Kooperativen, wie man auch sagt. Das ist, was er unter Sozialismus versteht. Herbeiführen will der Erwin diesen Zustand nicht durch eine Revolution oder irgendwelche Massenenteignungen, sondern auf vollkommen gesetzeskonformem Weg. Wenn es sein muss, in einem jahrzehntelangen Reformprozess von unten. Die Arbeiter sollen Kooperativen gründen und erfolgreich wirtschaften. Das heißt, der Erwin möchte nicht die Armee in Georgien einmarschieren lassen, um eine demokratisch legitimierte Regierung hinweg zu bajonettieren. Der will auch nicht zu Abertausenden mehr oder weniger zufällig ausgewählte Menschen verhaften und sie so lange foltern, bis sie gestehen, dass sie vorhatten, Nahrungsvorräte zu vergiften, Infektionskrankheiten zu verbreiten und Usbekistan an die Engländer zu verkaufen. Ja, Sozialisten, die das alles wollen, die gab es und die gibt es auch heute noch, aber der Erwin ist offenbar keiner von denen. Der Erwin ist allem Anschein nach ein demokratischer Sozialist. Und wäre das anders, dann würde ich auch kein Video über den Erwin machen. Ich finde, man kann durchaus eine gewisse Sympathie empfinden für sozialistische Ideen und linke Kapitalismuskritik und muss das vielleicht auch. Also wenn zum Beispiel in den USA innerhalb eines Jahres etwa 1 Million Menschen aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt werden und teilweise von der Polizei mitsamt ihrem Hausrat buchstäblich auf die Straße gesetzt werden, dann sind das Zustände, da kann ich nachvollziehen, wenn jemand sagt, ein System, das sowas produziert, ist grundsätzlich verfehlt. Ja, aber trotzdem dünkt es mich doch immer noch recht kühn zu behaupten, der Kapitalismus, nehmen wir mal spaßeshalber an, er sei ein System, der Kapitalismus kann nicht funktionieren, der Sozialismus schon. What the fuck are you talking about? Vielmehr ist es doch so, liebe Kinder, dass man recht schlüssig begründen kann, warum es den Sozialismus, von dem der Erwin träumt, niemals geben wird. Und für eine solche Begründung braucht man weder die DDR noch die Sowjetunion anzuführen. Ja, so Leute wie Jordan Peterson, die schreien immer sofort Gulag und Stalin, wenn jemand Sozialismus sagt. Aber das ist eigentlich unnötig, denn alles, was wir brauchen, um dem Erwin mit Schmackes vors Schienbein zu treten, das sind die Sozialisten des 19. Jahrhunderts. Ja, das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Sondern es gab schon vor langer Zeit Leute, die grundsätzlich so gedacht haben wie der Erwin, die aber anders als der Erwin begriffen haben, dass das so nicht funktioniert. Wir hören außerdem, was Karl Marx dazu gesagt hat. Und aus diesem notwendigerweise sehr verknappten historischen Exkurs plus einigen Erfahrungen eines heutigen Produktionshelfers wird sich herausschälen, warum der Erwin einem Phantom hinterherjagt. Der wird keine sozialistische Gesellschaft erzeugen, weil sein Ansatz grundfalsch ist. Du bist ein verdammtes Arschloch. Also Kinder, hoffentlich habt ihr das Popcorn bereitstehen und die Limonade auch. Fangen wir mal von vorne an. Woher stammt eigentlich die Idee, dass Arbeiter die Produktionsmittel ihres Betriebes gemeinschaftlich besitzen sollten und dass dann auf dieser Basis eine, wie der Erwin sagt, bessere Welt entstehen könnte? Wer ist der geistige Vater Erwins? Und wahrscheinlich handelt es sich um Robert Owen. Dieser Owen, der ist Textilfabrikant. Und Textilproduktion in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das bedeutet Arbeitstage von 14 bis 16 Stunden, 6 Tage die Woche, unter wirklich barbarischen Arbeitsbedingungen. Ja, mit einer Belegschaft, die altersmäßig bei 6-Jährigen beginnt. Da stehen 6-jährige Kinder an den Maschinen. Und gut behandelt oder gut bezahlt wird in diesen Fabriken niemand. Der Owen sieht das alles, der sieht, dass die Arbeiter unter solchen Bedingungen einfach menschlich vollkommen verwahrlosen. Also die haben keine Zeit und keine Energie, sich um Familie oder Haushalt zu kümmern, die haben keine Hoffnung,
jemals auf einen grünen Zweig zu kommen. Und die Kinder haben, naja, keine Kindheit und keine Schulbildung. Und das Ergebnis sind natürlich ein weithin verbreiteter Alkoholismus, sind Bindungslosigkeit, Kriminalität, Stumpfsinn und Verzweiflung. Da beschließt also der Owen, die Lebensbedingungen seiner Arbeiter zu verbessern. Der setzt die Arbeitszeit herab, der lässt unter 10-Jährige nicht mehr arbeiten, schaut, dass seine Arbeiter angemessen wohnen und sich ernähren können. Der richtet eine unentgeltliche erzieherische Fürsorge für die Kinder ein und dergleichen Sachen eben. Ja? Und der Owen schafft es offenbar, diese in der Industrie sonst üblichen kasernenmäßigen Disziplinierungsmaßnahmen abzuschaffen. Er bringt es fertig, ohne Zwang Trunksucht und Diebstahl zu verringern, die Produktivität zu steigern und am Markt zu bestehen. Ja, der Owen beweist, dass man seine Arbeiter gut behandeln und geschäftlich erfolgreich sein kann. Und damit schafft er, was die allermeisten Sozialisten des 20. Jahrhunderts und insbesondere die Antifa nie geschafft haben, der verbessert ganz konkret das Leben von Menschen. Bislang ist aber natürlich nichts von dem, was der Owen getan hat, sozialistisch. Der ist zu diesem Zeitpunkt einfach nur ein Unternehmer, der sich um das Wohl seiner Arbeiter bemüht. Solche Leute gibt es immer mal wieder, auch in Deutschland, und die tun viel Gutes, aber Sozialisten sind das nicht. Doch auf Basis seiner Erfahrungen wird jetzt der Owen ambitionierter. Der wird vom philanthropischen Unternehmer zum sozialistischen Theoretiker. Der Owen hat eben erkannt, ich kann zwar ein einzelnes Unternehmen so gestalten, dass es den Arbeitern gut geht, aber damit habe ich die Gesellschaft als Ganzes noch nicht verändert. Wenn ich aber will, dass es allen Menschen gut geht und niemand mehr arm ist, dann muss ich wesentlich mehr verändern als nur mein eigenes Unternehmen. Ja, das heißt, der Owen will nichts weniger als eine neue Gesellschaft, in der Ausbeutung und Unterdrückung nicht mehr existieren. Er will eine sozialistische Gesellschaft, ja? Das ist es, was hier Sache ist. Und worum sonst sollte es denn einem Sozialisten auch gehen? Ja, und Kinder, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, eine sozialistische Gesellschaft, das ist doch, wenn die Mama 2,5 Stunden in der Schlange steht, um 1 Pfund Hackfleisch zu kaufen, wenn wir in der Schule lernen, wie man Handgranaten wirft, oder wenn der Papa den Arzt bestechen muss, um einen Behandlungstermin zu bekommen. Nein, Kinder, das ist der Realsozialismus. Das ist nochmal was anderes. Hier in diesem Video geht es um den utopischen Sozialismus des frühen 19. Jahrhunderts. Was die damaligen Sozialisten unter einer sozialistischen Gesellschaft verstehen, das hat mit der Sowjetunion oder der DDR eher wenig zu tun. Robert Owen und die frühen Sozialisten wollen, um mal die sehr verschiedenen Vorstellungen über einen Kamm zu scheren, die wollen eine Gesellschaft, in der materieller Wohlstand und politische Macht so gleichmäßig verteilt sind, dass keine Klassenantagonismen bestehen. Letztendlich wollen die eine Gesellschaft, in der Menschen nicht gegeneinander konkurrieren, sondern miteinander kooperieren. Das ist, was die frühen Sozialisten anstreben. Und der Owen, der will das erreichen, indem zunächst die Arbeiter selbst die Besitzer der Produktionsmittel werden. Die Arbeiter sollen Genossenschaften bilden oder eben Kooperativen und demokratische Betriebe, wie der Erwin das nennt. Ja? Das ist also im Prinzip das Gleiche wie beim Erwin. Anders aber als der Erwin weiß der Owen, dass das alleine nicht reicht. Aber warum, Onkel Ewald? Warum reicht es nicht, den Arbeitnehmern die Produktionsmittel ihres Betriebes als Eigentum zu geben, wenn man den Sozialismus verwirklichen will? What the fuck are you talking about? Und dazu, liebe Kinder, machen wir mal ein kleines Gedankenspiel. Wir stellen uns vor, der Erwin wird Kanzler einer progressiven, geschlechtergerechten, sozialistischen Weltrepublik. Niemand wird erschossen, niemand wird zwangsweise umerzogen, niemand wird enteignet und auf rein demokratischem Wege werden eben die Produktionsmittel der Unternehmen in die Hand der Arbeitnehmer überführt. Alle Betriebe weltweit gehören also den dort Beschäftigten. Und diese Beschäftigten, die treffen auch gemeinsam alle unternehmerischen Entscheidungen für ihren jeweiligen Betrieb. Ja, das ist ja wie gesehen das, was der Erwin als Sozialismus bezeichnet. Nun produziert einer von diesen demokratischen Betrieben, nennen wir ihn die Landmaschinenbaugenossinnenschaft Roter Stern. Dieser Betrieb also produziert jetzt MähdrescherInnen und Ersatzteile für MähdrescherInnen. Nun gibt es einen anderen demokratischen Betrieb, die antifaschistische BaeuerInnengenossinnenschaft Lann Hornscheid. Das ist also ein Agrarbetrieb, der Getreide anbaut. Und dieser Betrieb, der kauft MähdrescherInnen und Ersatzteile für MähdrescherInnen.
Und bislang haben die GenossInnenschaftsbauerInnen immer bei den ArbeiterInnen der Landmaschinenbaugenossinnenschaft Roter Stern gekauft. Ja, das ist eine langfristige Geschäftsbeziehung und beide PartnerInnen sind zufrieden. Ja, soweit so gut. Jetzt gibt es aber einen anderen Betrieb, sagen wir mal in Russland, nennen wir ihn das Traktorinnenwerk Krasnaya Svezda, ebenfalls ein demokratischer Betrieb. Und die produzieren genau die gleichen MähdrescherInnen und die Beschäftigten, denen dieser Betrieb gehört, die möchten natürlich ihre Produkte auch verkaufen. Und daher bieten sie ihre MähdrescherInnen auch in Deutschland an, auch der BauerInnen-Genossinnenschaft Lannhornscheid. Das heißt also, zwischen den beiden ProduzentInnen von MähdrescherInnen entsteht ein Konkurrenzverhältnis. Wozu führt das? Naja, Roter Stern und Krasnaya Svezda werden versuchen, sich am Markt durchzusetzen. Sie werden sich selbst die Löhne senken, den Nachtschichtbonus streichen, unbezahlte Überstunden machen, die müssen vielleicht Leute entlassen oder sie müssen Kredite aufnehmen, investieren und teure Maschinen kaufen, damit sie effizienter produzieren und zu geringeren Preisen anbieten können. In jedem Fall stehen ihnen sehr unangenehme unternehmerische Entscheidungen bevor. Und im schlimmsten Fall geht eine der beiden Firmen pleite. Und das heißt, die Beschäftigten sind nicht nur einfach arbeitslos, sondern weil ihnen der Betrieb ja gehört, müssen sie auch noch gemeinsam für die Forderungen der KreditgeberInnen aufkommen. Ja, und die andere, die erfolgreiche Firma, die kann dann vielleicht ein Monopol auf MähdrescherInnen aufbauen. Ja, und jetzt frage ich mal den Erwin, wie nennt man sowas denn? Wie nennt man denn all diese Prozesse, die ich jetzt hier geschildert habe? Das ist Kapitalismus, weil wenn du zwei Firmen hast, die gegeneinander konkurrieren, ja, dann produziert die eine Stuff, die andere produziert Stuff und dann wird gekämpft. Ja, das heißt also, selbst durch eine Überführung sämtlicher Betriebe weltweit in das Eigentum der dort Beschäftigten, samt demokratischer Entscheidungsfindung innerhalb dieser Betriebe, hätte man nichts, aber auch gar nichts an den Gesetzen des Marktes geändert. Mikrosozialismus auf Betriebsebene erzeugt keine sozialistische Gesellschaft. Denn die Funktionsweise des Kapitalismus ist doch unabhängig von der Person des Kapitalisten. Und anders als der Erwin hat der Robert Owen das erkannt. So ein fucking Arschloch. Und er hat das schon vor rund 200 Jahren erkannt. Also haben das die heutigen YouTube-Sozialisten etwa nicht mitbekommen? Unter welchem Stein lebt ihr, Leute? Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, was macht der Owen mit dieser Erkenntnis? Also wie will er denn jetzt vorgehen? Naja, der Owen glaubt, man muss zwingend, um eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, Gier, Neid, Missgunst und Konkurrenzstreben aus dem Menschen herausbekommen. Und das geht nur, wenn man schon bei der Kindererziehung ansetzt und beim Bildungssystem. Wenn man dem Menschen eine glückliche Kindheit ermöglicht und eine gute Bildung, dann kann dieser Mensch seine negativen Seiten ablegen. Denn, so glaubt das der Owen, der Mensch ist Produkt seiner Umwelt und er kann dazu erzogen werden, gut zu sein. Und wenn dieser Mensch Kraft seiner Vernunft erkennt, dass Diebstahl, Alkoholismus, Gewalt und so weiter ihm nicht helfen, dann wird er alle diese Verhaltensweisen einfach ablegen. Und mit solchen Menschen ist dann eine vollendet harmonische Gesellschaft möglich, in der alle Egoismen aufgehoben sind, eine Gesellschaft, in der alle Menschen aus rein altruistischen Motiven für das Gemeinwohl arbeiten, eine sozialistische Gesellschaft. Und in der braucht man keinen Branntwein mehr, keine Gefängnisse, keine Bordelle, keine Gerichte und keine Armenhäuser. Are you serious? Ja, das meint der Owen wirklich ernst. Und wenn jetzt, liebe Kinder, manchen von euch ein kalter Schauer den Rücken herunterläuft bei dem Gedanken, man müsse irgendwie alle Laster und alle Ich-Bezogenheit aus dem Menschen herauserziehen, das Entscheidende beim Owen ist, der will das alles ohne Zwang machen, so wie er bei sich in der Fabrik ja ohne Zwang Alkoholkonsum und Diebstahl reduziert hat. Es gibt andere Frühsozialisten, die wollen den Menschen zu seinem Glück zwingen und die sagen das auch ganz offen, aber der Owen gehört nicht dazu. Um es also nochmal zusammenzufassen, Robert Owen hat erkannt, dass firmeninterner Mikrosozialismus nicht reicht, wenn man eine sozialistische Gesellschaft will. Man muss den sozialistischen Menschen schaffen, einen Menschen, der keinen Neid, keinen Egoismus und keine Gier mehr kennt, einen Menschen, dessen Existenz sich im Dienst an der Gemeinschaft erfüllt. Diesen Menschen aber und diese Gesellschaft, Erwin,
die schaffst du nicht, indem du Kooperativen gründest. Denn es geht beim Sozialismus nicht um eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Du bist ein verdammtes Arschloch. Es gibt auch noch einen zweiten Punkt, Kinder, den der Erwin nicht bedacht hat. Denn bislang haben wir ja nur von außen auf Erwins demokratische Betriebe geschaut und auf die Interaktion mehrerer dieser Betriebe miteinander. Jetzt aber schauen wir mal in einen solchen Betrieb hinein, und zwar in die Landmaschinenbaugenossinnenschaft Roter Stern. Und hier ist ein grobes Organigramm dieses Betriebes. Und wie man schnell erkennt, gibt es in einer Fabrik, die MähdrescherInnen herstellt, sehr viele verschiedene Funktionen. Also da stehen ja nicht nur Leute an den Maschinen, sondern es gibt zum Beispiel Vertriebler, die Klinken putzen und Aufträge reinholen. Es gibt Ingenieure in der Konstruktion, die sich überlegen, wie man einen noch besseren Mähdrescher inbauen kann und die Baupläne und Teilelisten dazu anfertigen. Es gibt eine Arbeitsvorbereitung, die sich überlegt, welche Maschine wann mit welchem Personal was produziert. Und es gibt in der Rechtsabteilung Juristen, die beispielsweise die Transportversicherung für den Versand der fertigen Waren ausbaldowern und so weiter. Ja, es gibt hier sehr viele verschiedene Leute mit sehr verschiedenen Fähigkeiten und Qualifikationen. Wir haben also innerhalb der Landmaschinenbaugenossinnenschaft Roter Stern notwendigerweise eine funktionale Differenzierung, eine Arbeitsteilung. Es wäre daher sehr verwunderlich, wenn sich aus dieser Differenzierung nicht auch wieder eine Hierarchie ergäbe, selbst wenn die Angehörigen der Roter Stern das gar nicht beabsichtigen. Denn früher oder später werden sich für jeden einzelnen Fachbereich wieder Spezialisten herausbilden. Ein Betrieb, der ein so komplexes Produkt wie einen Mähdrescher herstellt, der braucht einfach Spezialisten. Ja, und wenn dann beispielsweise die Frage ansteht, ob die Firma eine neue Biegemaschine kaufen soll, und wenn ja, welche, dann wird die Stimme des Produktionsleiters vielleicht etwas mehr Gewicht haben als die des Produktionshelfers. Nicht aus formal hierarchischen Gründen, sondern ganz einfach deswegen, weil der Produktionsleiter täglich in die Planung der Produktion involviert ist und weil er viel von Maschinen versteht. Ja, der hat eine Schlosserlehre und ein Maschinenbaustudium, denn so wird man nämlich Produktionsleiter in der Industrie. Ja, und was ist, wenn die Roter Stern neues Personal gewinnen will? Da könnte es ja sein, dass man einem Juristen für die Rechtsabteilung mehr Lohn bieten muss als einem Staplerfahrer. Selbst wenn also die Angehörigen der Roter Stern aufrichtige Sozialisten sind, selbst dann wird durch die funktionale Differenzierung innerhalb der Firma wieder eine Kompetenzhierarchie entstehen. Ja, und die wird sich dann in der Höhe des Lohns und in der jeweiligen Entscheidungsgewalt auch äußern. Man hat also letztendlich das Gleiche wie vorher. Denn die Wurzel der sozialen Ungleichheit ist doch die Arbeitsteilung, ist die funktionale Differenzierung von Produktionsgemeinschaften. Und solange man die Arbeitsteilung nicht aufhebt, solange nicht alle Mitarbeiter in gleicher Weise am Produktionsprozess teilhaben, wird eine Ungleichheit bestehen. Erwin, verstehst du das? Do you understand that? Serious crap. Und das ist übrigens etwas, was schon die deutschen Syndikalisten im 19. Jahrhundert erkannt hatten. Das hat natürlich auch Karl Marx erkannt und ebenso französische Theoretiker wie Pierre-Joseph Proudhon, zu dem wir jetzt kommen. Ja, dieser Proudhon ist ein, sagen wir mal, etwas schräger Vogel, ein begabter Autodidakt, der sich um intellektuelle Konsistenz nicht sonderlich bemüht. Also das soll heißen, seine Schriften sind hochgradig widersprüchlich. So ungefähr wie Erwins Videos. Der Unterschied ist, beim Proudhon sind diese Widersprüche in verschiedenen Schriften. Die Schriften widersprechen sich untereinander. Beim Erwin ist es so, da sind die Widersprüche innerhalb ein und desselben Videos. Also nichtsdestotrotz gibt es bei Proudhon bestimmte Grundsätze. Der Proudhon will, wie auch Erwin und wie Robert Owen, den Sozialismus auf gewaltlose Weise verwirklichen, indem die Arbeiter Kooperativen bilden. Wie auch der Erwin ist also der Proudhon kein Revolutionär. Anders als der Erwin aber weiß der Proudhon, dass die Arbeitsteilung Ursache der gesellschaftlichen Ungleichheit ist. Der Proudhon weiß auch, dass man diese Arbeitsteilung nicht abschaffen kann, da in einer Industriegesellschaft natürlich Arbeitsteilung unvermeidlich ist. So, und eine der Lösungen, die der Proudhon für dieses Problem vorschlägt, ist der äquivalente Austausch. Das heißt, jeder Mensch soll für seine Arbeit das exakte Äquivalent in Form von Produkten anderer Menschen erhalten und
Die Äquivalenz wird durch die Arbeitszeit bestimmt. Also wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das praktisch, wenn ein Paketfahrer 8 Stunden gearbeitet hat, dann kann er danach in den Supermarkt gehen und sich Produkte aussuchen, für die andere Leute genau 8 Stunden gearbeitet haben. Also das exakte Äquivalent der Arbeit des Paketfahrers gemessen an der Arbeitszeit. Der Paketfahrer könnte auch zu einem Anwalt gehen oder einem Arzt und sich exakt so lange beraten oder behandeln lassen, dass 8 Stunden Arbeitszeit dafür nötig sind, weil die Art der geleisteten Arbeit unerheblich ist, nur die investierte Arbeitszeit. Ja, das heißt, 8 Stunden Paketfahren gegen 8 Stunden Rechtsberatung, wenn der Jurist alleine arbeitet, das wäre demnach ein äquivalenter Austausch. Ja, und sowas Ähnliches hatte der Owen auch schon angedacht, also es hieß anders bei dem, aber daraus war nichts geworden. Naja, und es sollte unnötig sein zu erwähnen, dass Proudhons System des äquivalenten Austauschs auch Theorie geblieben ist. Nehmen wir aber jetzt mal spaßeshalber an, das wäre praktisch umsetzbar. Und nehmen wir mal an, in einer solchen Gesellschaft würde sich noch jemand den Mühen eines Medizin- oder Jurastudiums unterziehen, dann hätte man ja mit diesem äquivalenten Austausch in der Tat das Problem beseitigt, dass im Kapitalismus unterschiedliche Kompetenzgrade unterschiedliches Einkommen erzeugen. Der Produktionsleiter wäre nicht wohlhabender als der Produktionshelfer, es sei denn, er arbeitet länger. Ja, es geht ja nur um die Arbeitszeit. Man hätte außerdem, und das ist ein wichtiges Anliegen Proudhons, man hätte außerdem jegliche Vermögensbildung verhindert, die nicht auf eigener Arbeit beruht. Ja, also hohe Zinseinkünfte beispielsweise wären unmöglich, weil man ja nur Sachen erwerben kann, deren Wert der eigenen Arbeitszeit entspricht. Und auf diese Weise, Erwin, kämst du einer sozialistischen Gesellschaft sehr viel näher als mit deinem Modell des Marxismus-Erwinismus. Denn das, was du da willst, das könnte man vielleicht eher Genossenschaftskapitalismus nennen. Das wäre wahrscheinlich treffender. In deinem Modell sind weder die Konkurrenz noch das Profitstreben, weder der Bankrott noch die Kapitalkonzentration herausgenommen oder was auch immer man am Kapitalismus kritisieren mag. Außerdem wird ja bei dir die Arbeitsteilung als Ursache gesellschaftlicher Ungleichheit nicht angetastet. Was du forderst, Erwin, ist ja lediglich eine allmähliche Vergenossenschaftlichung aller Betriebe. Also im Prinzip ein neues Betriebsverfassungsgesetz. Und selbst wenn du damit erfolgreich bist, eine sozialistische Gesellschaft wirst du so nicht erzeugen. Und das weiß man eigentlich auch schon seit 200 Jahren, denn Sozialisten wie Owen und Proudhon, die nicht auf den Kopf gefallen sind, die haben diese Zusammenhänge genau erkannt. Der Erwin, der recycelt uralte, längst aufgegebene Ideen. Dabei sollte doch als Sozialist sein Blick nicht in die Vergangenheit schweifen, sondern sich der Zukunft zuwenden. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Was aber ist mit Marx? Was sagt eigentlich Karl Marx zu dieser Idee, man solle Kooperativen gründen und auf diese Weise den Kapitalismus überwinden? Die Frage ist insofern interessant, als der Erwin zu glauben scheint, Marx stünde fest an seiner Seite, was, wie sich zeigen wird, nicht so wirklich der Fall ist. Ohren aufsperren, jetzt kannst du was lernen. Und um das zu verstehen, Kinder, müssen wir uns erstmal ansehen, welche Kräfte bei Marx eigentlich gesellschaftlichen Wandel erzeugen. Denn die großen Triebkräfte der Geschichte sind für Marx nicht energische Feldherren oder tatkräftige Politiker, also nicht die Individuen. Für Marx sind die materiellen Grundlagen einer Gesellschaft ausschlaggebend. Also erstmal die Produktivkräfte, wie er sagt. Das ist, naja, sowas wie das technische, organisatorische und intellektuelle Potenzial einer Gesellschaft. So könnte man das vielleicht beschreiben. Und aus diesen Produktivkräften ergeben sich die Produktionsverhältnisse. Also ungefähr die konkrete Eigentumsverteilung und Arbeitsorganisation innerhalb der Gesellschaft. Also zum Beispiel als Industriekapitalismus mit Lohnarbeitern und kapitalbesitzenden Fabrikanten. Es gibt eine berühmte Einleitung zu einer seiner früheren Schriften, wo der Marx das sehr eingängig erläutert hat. Die wird immer überall zitiert, aber an anderer Stelle hat er das Ganze noch griffiger auf den Punkt gebracht und darum gucken wir uns dieses andere Zitat mal an. Und das ist das Zitat: Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Ja, die Handmühle repräsentiert in diesem Beispiel die Produktivkräfte, eben das technische intellektuelle Potenzial.
Und wenn eine Handmühle verfügbar ist, dann werden sich daraus Produktionsverhältnisse ergeben, in denen abhängige Bauern Land bearbeiten und Zins und Fron entrichten an einen Grundherrn, der das Obereigentum über dieses Land hat. Ja, das ist also eine feudale Grundherrschaft. Wenn sich aber die Produktivkräfte wandeln und die Dampfmühle entsteht, dann ändert sich die Art und Weise, in der produziert wird. Es gibt nun einen Widerspruch zu den bisherigen Produktionsverhältnissen. Denn Dampfmühlen vertragen sich nicht mit landbesitzenden Adligen und schollenpflichtigen Bauern. Es werden neue Produktionsverhältnisse entstehen, in denen industrielle Kapitalisten Dampfmühlen besitzen und diese Maschinen werden nicht von Leibeigenen bedient oder von Hintersassen, sondern von Lohnarbeitern. Das heißt also, die Produktivkräfte, die Handmühle oder die Dampfmühle, bedingen die Produktionsverhältnisse, also die feudale Grundherrschaft oder die kapitalistische Fabrikwirtschaft. Und diese Produktionsverhältnisse wiederum bedingen den Überbau, also in etwa die rechtlichen, politischen, kulturellen Institutionen und das Geistesleben. Ja, das heißt, in einer Gesellschaft von Industriekapitalisten wird man beispielsweise politische Institutionen finden, die freie Märkte begünstigen, weil das dem Interesse der Kapitalisten entspricht. Und man wird andererseits Organe der Arbeitervertretung finden, weil es in Industriegesellschaften eben viele Arbeiter gibt, die gemeinschaftliche Interessen haben. In einer Höhlenmenschensippe dagegen findet man weder Gewerkschaften noch Freihandelsabkommen, weil ja die Produktionsverhältnisse der Höhlenmenschen so etwas nicht bedingen und auch nicht benötigen. Ja, Kinder, das war jetzt also mein Versuch, innerhalb von 3 Minuten den historischen Materialismus zu erklären. Wo aber setzt jetzt der Erwin an? Der Erwin will ja keine gewaltsame Revolution, der will auch nicht den Staat abschaffen oder den Markt, oder den Markt manchmal schon, aber in den meisten Videos glaube ich nicht. Der Erwin will einfach nur alle Betriebe in Kooperativen umwandeln. Das heißt, er will direkt auf die Produktionsverhältnisse einwirken. Hier setzt der Erwin an und so will er den Sozialismus verwirklichen. Das Problem daran ist nur, dass jener Karl Marx, den der Erwin ständig zitiert und im Munde führt, dass Karl Marx also explizit sagt, dass dies der genau falsche Ansatz ist. Nein, doch. Hier erklärt Leszek Kolakowski, welchen Schluss Marx aus seiner Gesellschaftsanalyse zieht. Zitat: Daraus, dass die Produktionsverhältnisse durch die Produktivkräfte bedingt werden und vermittels der Produktionsverhältnisse auch die politischen Institutionen, resultiert nach Marx keineswegs, dass der Sozialismus durch die unmittelbare Einwirkung auf die ökonomischen Phänomene zu verwirklichen sei, weil die politischen Institutionen eben kein passives Produkt der Produktionssituation darstellen, sondern ihr Schutzinstrument. Ja, das heißt also, der Überbau ist das Schutzinstrument der Produktionsverhältnisse. Also beispielsweise ist der Staat ein Herrschaftsinstrument der Kapitalistenklasse und muss daher beseitigt werden. Ja? Zurück zum Zitat. Sie, also die politischen Institutionen, müssen zuerst aufgehoben werden, damit die Produktionsverhältnisse geändert werden können. Aus diesem Grund kann der Sozialismus nur das Ergebnis einer politischen Revolution sein. Ja, das heißt, der Karl Marx setzt hier an, beim Überbau, und sagt auch, dass es nur so geht. Und da ist Marx wirklich klar und deutlich, der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeuterklasse, der ist kein primär ökonomischer Kampf, er ist ein politischer Kampf. The struggle of class against class is a what struggle? A political struggle. Good, yes it is indeed. Das heißt, es geht laut Marx überhaupt nicht darum, irgendwelche Kooperativen zu gründen und gemeinsam darüber abzustimmen, wo in der Fertigungshalle der Erste-Hilfe-Kasten angebracht wird. Nein, es geht um die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus. Holy shit einfach, ja. Und entsprechend steht der Marx Leuten wie Owen und Proudhon ganz klar ablehnend gegenüber. Ja, über den Proudhon macht er sich richtig lustig. Und der Marx sagt, diese Vorstellung, man könne den Sozialismus über eine Vergenossenschaftlichung von Firmenkapital erreichen, das ist eine reaktionäre, kleinbürgerliche Illusion. Man kann die gesellschaftlichen Widersprüche nicht dadurch aufheben, dass man die Proletarier alle zu kleinen Kapitalisten macht.
Denn du kannst den Kapitalismus nicht reformieren. Du kannst den Kapitalismus nicht reformieren. Ja, und ich denke, ich kann da auch wirklich mit einer gewissen Autorität sprechen, weil immerhin hat Karl Marx meinen YouTube-Kanal abonniert, ja. Und wenn der den Erwin in die Finger bekommen würde, würde er dem einfach links und rechts eine scheuern. Also ich muss schon sagen, das ist schon irgendwie komisch, wenn ausgerechnet ich einem Sozialisten erkläre, was der Marx eigentlich wollte. Aber das ist wohl heutzutage so, ja? Manche heutige Sozialisten, die erinnern sich noch nicht mal mehr, in welchem Jahr Marx geboren wurde. Also das muss man als Sozialist auch nicht unbedingt. Aber Kinder, schaut euch doch mal hier diesen tollen Filmausschnitt an. Das ist absolut großartig. Ich vermute aber, wenn wir uns anlässlich des 200. Geburtstag von Karl Marx, wenn wir uns angesichts des... Ja, man muss immer so ein bisschen nachrechnen, das ist so schwierig. Ja, ist das nicht toll? Da sitzt im Jahr 2018 ein Journalist, der sich für links hält, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der weiß nicht, dass Marx 2018 seinen 200. Geburtstag feiert, obwohl der Name der Veranstaltung, bei der er als Moderator fungiert, ihm als kleine Denkhilfe dienen können. Aber der will dann trotzdem rechnen und im Kopf rechnen ist der nur unwesentlich besser als ich, sodass er im Jahr 1778 rauskommt. Das ist doch wirklich ganz großes Kino. Ich muss aber der Fairness halber feststellen, der Erwin bezeichnet sich in keinem Video, das ich gesehen habe, ausdrücklich als Marxist. Vielleicht ist es also falsch, ihm vorzuwerfen, dass er nicht das tut, was Marx für richtig hält, weil er das gar nicht tun will und weil er Marx für fehlerhaft hält. Aber der Erwin bezieht sich explizit auf die Mehrwerttheorie, auf den historischen Materialismus und auf das Kapital, also dieses Hauptwerk von Marx. Und wenn wir mal dem Erwin ein bisschen weiter zuhören, dann wird schnell deutlich, dass auch er eigentlich sehr viel ambitioniertere Ziele hat als nur das Gründen von genossenschaftlichen Betrieben. Erwin, erklär's uns bitte. Es wird alles zur Ware, absolut alles, was du tust, Bildung wird zur Ware, ja. Und dieser freie Wettbewerb insgesamt auf der Welt, der zerstört ja alles, ja. Diese Praktiken zerstören absolut alles, die zerstören ganze Länder, die zerstören Kulturen, die zerstören Familien, ja. Niemand will niemanden treffen, es herrscht so eine allgemeine Konkurrenz in der Bevölkerung, weil sich eben der Markt auf alles ausgedehnt hat, ja. Bildung wurde privatisiert. Es wurde an dieses Bologna-System zum Beispiel bei uns angelehnt, wo es um ETCS-Punkte geht, wo es einfach um eine Bewertung geht, wie erfolgreich du bist, wie du gut bist. Ja? Psychische Gesundheit, da draußen hast du extrem viel Depression, Selbstmorde. Du hast da draußen extreme Folgen von diesem System, wo Menschen einfach extrem krank werden psychisch. Sie leben unter permanentem Druck, Burnout. Burnout ist ein Riesenproblem. Okay? Dann hast du körperliche Gesundheit. Die Luft ist extrem verpestet. In Deutschland selbst habe ich letztens gesehen, 60.000 Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung nur alleine. Okay? In Deutschland. 60.000 jedes Jahr nur durch Luftverschmutzung. Ganze Müllinseln bilden sich einfach in Dings. Wir haben mehr Mikroplastik in unserem Blut. Jeder von uns hat so viel Mikroplastik im Blut, dass du daraus eine Kreditkarte machen könntest. Ja? Haben Forscher herausgefunden. Alles ist verseucht, okay? Das ist einfach crazy. Flüsse sind verseucht, Luft ist verseucht, Boden ist verseucht, alles ist verseucht, okay? Das ist einfach das Problem, ja? Die Umwelt, schau dir an, was mit der Umwelt passiert. Wir werden wahrscheinlich einen Klimakollaps erleben. Es werden einfach, keine Ahnung, 90% aller Menschen sterben wegen dem Scheiß, der da produziert und finanziert wird, ja? Die Kapitalisten bauen gerade Gesetze ab, die ihnen im Weg stehen, noch mehr Scheiße zu bauen. Sie wollen Umweltregulierungen abbauen, wollen Konsumentenschutz abbauen, sie wollen alles Mögliche abbauen, damit sie mehr Profite machen können, weil all das steht ihnen im Weg, dass sie noch mehr ausbeuten können und dass sie noch mehr ruinieren können. Noch mehr sie würden, wenn du ihnen morgen die Kraft geben würdest, sie würden alle Umweltauflagen in Deutschland abschaffen. Okay? Alle. Keine einzige Umwelt- oder Konsumentenschutz oder irgendwas oder eine Umweltauflage, nichts wäre mehr da. Okay? Sie würden absolut alles, jeden Wald würden sie roden, sie würden alles ruinieren. Okay? Und sie müssen das tun. Es ist nicht, weil sie einfach böse Psychopathen sind. Manche von ihnen sind Psychopathen, aber sie müssen das tun. Das ist die Regel des Systems. Das System ist so gebaut, dass du das tun musst. Hey, die benutzen gerade im Moment ihr ganzes Kapital, um unsere Demokratie zu zersetzen, um sie aufzulösen, um Lobbying zu betreiben, um die ganzen Gesetze abzuschaffen und irgendwo in eine Richtung zu drücken, wo wir sie nie wieder herholen werden. Ja, auch Erwins Ziel ist nicht ein neues Betriebsverfassungsgesetz. Erwins Ziel ist die Abschaffung des Kapitalismus, der für alle Übel dieser Welt verantwortlich ist.
Und um das zu tun, muss er sehr viel mehr tun als Kooperativen gründen. Und irgendwie weiß der Erwin das auch. Denn was ist der Grund dafür, dass dieser furchtbare Kapitalismus seine schreckliche Wirkung entfalten kann? Weil wir einfach wirtschaften, um zu wachsen und nicht wirtschaften, einfach um unsere Bedürfnisse einfach nur zu befriedigen. Ja, und genau da hätten wir es doch. Es ist immer das Gleiche. Wer legt denn fest, was unsere Bedürfnisse sind? Oder wer erzieht uns dazu, dass wir nur legitime Bedürfnisse haben? Wer schreibt den Unternehmen vor, welche Ressourcen sie nutzen dürfen und wie viel sie zu produzieren haben, um Überproduktion zu verhindern? Passiert all das automatisch von allein? Wenn wir nur die Unternehmen in Genossenschaften umwandeln, wird es dann eine perfekte Güterallokation geben und werden dann alle Menschen auf einmal bescheiden und genügsam? Könnte es sein, Erwin, dass du sowohl die Voraussetzungen als auch die Konsequenzen deines Gesellschaftsentwurfs nochmal überdenken musst? Ja, keine Ahnung, um was es da geht. Ja, so. Es ist einfach diese rechte Logik. Was du eigentlich bräuchtest, Erwin, wenn du deine Forderungen mal konsequent zu Ende denkst, was du eigentlich bräuchtest, wäre eine den selbstständigen Kooperativen übergeordnete Instanz, die mit Konkurrenz und Profitstreben Schluss macht, die die Allokation von Waren, Rohstoffen und Arbeitskräften vornimmt, damit es keine Ressourcenverschwendung gibt. Eine Instanz, die die Löhne und die Preise festlegt und so weiter, die also all das tut, was freie Kooperativen von sich aus niemals tun würden. Und was könnte das wohl für eine Instanz sein? Das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dankt allen, die den Sozialismus auf deutschem Boden geschaffen haben und den 40. Jahrestag der DDR durch gute Leistungen und Taten vorbereiteten. Unsere Sozialistische Deutsche Demokratische Republik ist das Werk des ganzen Volkes. Sie ist durch die Arbeit ihrer Bürger, der lebenserfahrenen Generationen und der Jugend gewachsen, durch ihr Mitreden, Mithandeln, Mitentscheiden und Mitverantworten. Gemeinsam haben wir die Sozialistische Republik errichtet und gemeinsam haben wir ihre Existenz als Arbeiter- und Bauernmacht in harten Prüfungen verteidigt. Wir sind und bleiben entschiedene Kämpfer für den Frieden. Das ist crazy. Das ist einfach fucking crazy, okay? Selbst wenn du das nicht willst, Erwin, landest du doch zwangsläufig wieder bei einer staatsdirigistischen Wirtschaft. Du landest bei einer Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht und wahrscheinlich auch bei einer staatlich sanktionierten Meinungsbildung, wie in der DDR. Vielleicht wieder mit Mauer, um die Werktätigen am Weglaufen zu hindern. Und du hast doch nicht die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und es sind Leute wie Pierre-Joseph Proudhon, die erkannt haben und aussprechen, dass allzu engagierte Sozialisten Gefahr laufen, nolens volens einen Polizeistaat zu errichten und die Menschen in ein kasernenhaftes Mittelmaß herabzudrücken. Ja, das wusste man lange vor 1917. Und es könnte doch einen Grund haben, warum Leute wie Owen und Proudhon, die ohne Zwang vorgehen wollten, warum die ihre Theorien nicht umsetzen konnten, während die erfolgreichen Sozialisten Männer vom Schlage eines Lenin, eines Mao und eines Castro sind. Ja, Kinder, was die theoretische Stringenz seiner Gedanken und den geistigen Mehrwert seiner Videos angeht, da hat der Erwin vielleicht noch Luft nach oben. Du bist ein scheiß Arschloch einfach. Also sein Klassenmodell, sein Geschichtsbild und seine Analyse der Weltwirtschaft, die lassen wir mal beiseite. Es reicht schon, wenn der Erwin uns eindrucksvoll die menschheits- und planetenzerstörende Wirkung des Kapitalismus schildert, dieses Urquell alles Bösen auf der Welt, um anschließend als Gegenmittel die Gründung von Kooperativen vorzuschlagen. Dann ist da doch irgendwie eine leichte Diskrepanz zwischen der apokalyptischen Bedrohlichkeit der geschilderten Probleme und den Wirkungsmöglichkeiten der vorgeschlagenen Lösung. Ist das wirklich so gut durchdacht, Erwin? Diese Worker-Coops sind einfach eine geniale Sache, weil sie werden der Untergang des Kapitalismus sein. Früher oder später. Nun ja, der Erwin scheint sich da sehr sicher zu sein. Dann beschauen wir uns doch einfach mal Erwins Menschenbild bzw. sein Psychogramm des Arbeitnehmers. Bitte, Erwin. Du verbringst ja 8 Stunden am Tag Minimum in der Arbeit, in einer Diktatur von dem Typen, der dir sagt, was du tun musst, wie du dich anziehst, wann du aufs Klo gehst, was du tun darfst, was du nicht tun darfst, wie du es tun darfst. Warum willst du das? Wozu? Welcher Arbeiter will das? Wozu? Willst du nicht selber bestimmen, was du tust? Why the fuck wouldn't I? Warum soll ich einfach zu irgendeinem scheiß Laden gehen, wo mir einer sagt, du das, halt die Fresse, mach einfach, was ich dir sage, ja. Vor allem sind auch diese Worker-Coops dann effektiver, weil wir kennen ja alle das Problem. Wenn du irgendwo arbeitest und du sitzt da und kommt der Chef und sagt, hey, mach das so. Und du stehst da und denkst dir,
Alter, wieso weiß der Typ nicht, wovon er redet, aber ich muss auf ihn hören. Der hat keine Ahnung, der hat diesen Job nie gemacht. Der kommt daher und spielt einfach, Boss, ja, wir haben jetzt da oben beschlossen, ihr macht das jetzt so. Fuck you, wäre es nicht effizienter, du fragst mich, der jeden Tag an der fucking Maschine arbeitet, wie das richtig funktioniert. Hättest du mich nicht einladen sollen, dass wir demokratisch darüber sprechen, dass ich dir sage, was ich weiß? Was der Erwin hier beschreibt, vielleicht ohne, dass ihm das selbst klar ist, das ist die Mentalität des Unternehmers, eines Menschen, der überzeugt ist, ich kann das besser, ich möchte mein eigener Herr sein. Und das ist ja auch logisch, weil der Erwin ja letztendlich will, dass wir alle zu Unternehmern werden. Und solche Menschen, die Unternehmer sein wollen, die gibt es ja und das ist auch wichtig und toll, aber das ist nur eine Minderheit. Nicht jeder will Unternehmer sein. Die Herzen der Menschen schlagen einfach nicht im gleichen Takt. Und ich habe den Eindruck, dass gerade Sozialisten das gerne mal vergessen, Libertäre übrigens genauso. Also ich habe mittlerweile insgesamt etwa 10 Jahre auf Baustellen, in Fabriken, Hochregallagern und Werkstätten zugebracht und ich denke, ich kenne den Herzschlag des Arbeitnehmers ganz gut. Ich hatte zum Beispiel mal an einer Vertikalschneidemaschine einen ungeheuer tüchtigen Kollegen, nennen wir ihn mal Björn. Der war gelernter Koch, war Küchenchef gewesen und hatte sich dann mit einem Restaurant selbstständig gemacht. Das Restaurant ist pleite gegangen und der Björn hat in der Zeitarbeitsfirma als Produktionshelfer angefangen und musste sich wegen der Insolvenz jahrelang seinen Lohn pfänden lassen. Ja, und als er seine letzte Lohnpfändung hinter sich hatte, hat er ein bisschen gefeiert und uns in die Kneipe eingeladen und ich habe scherzhaft gesagt, jetzt kannst du doch wieder ein Restaurant öffnen, da verdienst du bestimmt mehr als hier in der Fabrik. Und dann hat er sich erst kaputt gelacht, ist dann aber ganz ernst geworden und meinte, auf keinen Fall, das mache ich nie wieder. Ja, und das war nicht, weil der nicht tüchtig gewesen wäre, der konnte unglaublich ackern. Also die haben dem nach 2 Wochen eine Übernahme mit Festvertrag angeboten. Mir und den anderen Zeitarbeitern haben sie nach 1 Jahr Leiharbeit einen auf 6 Monate befristeten Vertrag angeboten und der wurde dann immer befristet verlängert. Also nur um klarzustellen, dieser Björn hat bei der Arbeit wirklich in jeder Sekunde 100% gegeben. Der war ungeheuer stark und geschickt und konnte auch handwerklich alles. Also dienstältere Maschinenführer haben den teilweise um Rat gefragt, wenn in der Nachtschicht bei denen die Maschine gestreikt hat und der Björn hat das dann hinbekommen, weil er einfach viel konnte. Der hätte sich mit irgendwas selbstständig machen können, mit einer Imbissbude, einem Haustechnik-Service, einem Entrümpelungsdienst oder was auch immer. Ja, der hätte alles hinbekommen, aber der wollte das einfach nicht, weil der kein unternehmerisches Risiko mehr wollte. Der war glücklich damit, 4x40 Stunden Lebenszeit gegen einen Monatslohn in der Industrie zu tauschen. What the fuck einfach? So, was geht ab, ey? Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich bekomme ein Angebot von einem von Erwins Betrieben, zum Beispiel von der Landmaschinenbaugenossinnenschaft Roter Stern, und dann muss ich mich da erst einkaufen, damit ich die Maschine besitze, an der ich arbeite, und nach einer 8-Stunden-Schicht muss ich noch zu irgendeinem Komitee und darüber debattieren, ob die neue Stanze in diese oder in jene Halle gestellt wird, und dann kommt noch einer von der Rechtsabteilung und hält einen Vortrag darüber, mit welchen Tarifen man die neue Stanze versichern kann, damit wir anschließend darüber abstimmen. Also ganz ehrlich, Erwin, wer soll das alles machen? Wo ist dieser Mann, der das alles kann? Wo ist dieser Mann, der das alles kann? Wenn es ihn gibt, wer ist so gut verliebt? Da gehe ich doch lieber als abhängig Beschäftigter arbeiten, lasse mir sagen, was ich zu tun habe, bin sozialversichert und nach Feierabend habe ich mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun. Das ist einfach so fucking cringe. Das ist einfach so fucking cringe. Ja, und ich weiß, der Erwin schämt sich jetzt für mich. Aber mal ganz ehrlich, wofür gehen wir denn arbeiten? Für Geld, oder? Für die meisten Leute, die ich so treffe, ist ein Beruf, in dem man sich körperlich nicht kaputt macht und der einigermaßen sicher und einigermaßen ordentlich bezahlt ist, sehr viel wichtiger als irgendwelche Selbstverwirklichungsambitionen. Also gerade der Aspekt der Arbeitsunfähigkeit ist für Leute, die körperlich arbeiten, einfach ein Riesenthema. Ja, ich habe noch eine ganze Weile bis zur Rente, aber naja, so Ibuprofen ist mittlerweile so eine Art Grundnahrungsmittel für mich. Vor 5 oder 10 Jahren habe ich das überhaupt nicht gebraucht, ja. Also ich habe einen Beruf, in dem man stark und robust sein muss, aber ich bin nicht stark und robust. Und es gibt auch viele andere Leute, die ihrer Arbeit konstitutionell einfach nicht gewachsen sind. Und ich habe derzeit 2 Kollegen, die sind beide noch unter 35 Jahre, die sind kernige Jungs mit breiten Schultern und kräftigen Armen und die haben beide schon Bandscheibenvorfälle hinter sich, ja, weil sie neben anderen Dingen vornübergebeugt schwere Maschinenteile aus einem Betriebsbehälter heben. Die bekommen dauerhaft starke Schmerzmittel verschrieben, um arbeiten zu können. Und diesmal meine ich nicht Ibuprofen.
Ja, also Festanstellung, gute Bezahlung und ein funktionierender Sozialstaat sind einfach vordringlich. Erwins demokratische Betriebe helfen da nicht wirklich. Ja, so würden es wahrscheinlich die allermeisten Arbeitnehmer sehen, schätze ich einfach mal. Und wäre das anders, Erwin, dann wärst du nicht Teil einer esoterischen politischen Minderheit, die man an nordamerikanischen Elite-Universitäten findet, in den Internetportalen nordamerikanischer Großkonzerne, aber nicht in Fabriken und Hochregallagern. Ja, darf ich das mal sagen? Du darfst gar nichts sagen. Halt die Fresse einfach. Was also die Menschenkenntnis angeht, da sieht es meiner Meinung nach beim Erwin ziemlich mau aus, obwohl er doch täglich im Netz ist und mit vielen verschiedenen Leuten spricht. Und wenn man zu Erwins Zukunftsvorstellung kommt, dann wird es auch nicht besser, was erstaunlich ist bei jemandem, der mit solch absoluter Sicherheit über den Fortgang der Welt Bescheid weiß. Also, dass der Kapitalismus böse ist und irgendein Kuchenbäcker eine Pipeline nach rechts. Also das bekräftigt der Erwin sehr oft. Aber wie konkret seine demokratischen Betriebe und sein Sozialismus aussehen, das bleibt reichlich vage. Zumindest in den Videos, die ich jetzt gesehen habe. Ja, und ich finde, da wäre eigentlich einiges zu klären. Das interessiert doch wohl wesentlich mehr als die Enttarnung dieses oder jenes YouTube-Konditors als Nazi. Also wie sind denn in Erwins Betrieben Besitz, Eigentum und Mitbestimmung eigentlich organisiert? Also zum Beispiel, wenn ich den Betrieb verlasse, verkaufe ich dann meine Firmenanteile? Zu welchem Preis und an wen? Was ist, wenn jemand die Leistung nicht erfüllt und der irgendwie gefeuert werden muss? Wird dann demokratisch entschieden, den schmeißen wir jetzt raus? Ist das irgendwie besser, als wenn in einer anderen Firma der Personaler das entscheidet? Ja, und außerdem, was heißt eigentlich demokratischer Betrieb? Weiß der Erwin, dass vieles, was in Betrieben passiert, einer demokratischen Abstimmung überhaupt nicht zugänglich ist? Also zum Beispiel gesetzliche Arbeitsschutzvorschriften? Oder soll die Belegschaft vielleicht demokratisch entscheiden dürfen, dass der Gitterkäfig um die Schlagschere abgebaut wird, weil er die Produktivität senkt und dass eben von nun an jeder selbst auf seine Finger Acht geben muss? Ja, das alles sind nur ein paar der vielen Ungereimtheiten, die mir aufgefallen sind. Und ich bin jetzt wirklich keiner, der den ganzen Tag über betriebliche Organisationsformen nachdenkt oder über zukünftige Gesellschaftsmodelle. Aber wenn man sowas tut und wenn man damit Geld verdienen will, wie der Erwin, dann sollte eines doch klar sein. Jede ernsthafte politische Betätigung muss von drei Fragen ausgehen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und wie komme ich dahin? Das sind ganz klar politische Fragen und wenn dir einer helfen kann, dann ein politischer Kommentator. Und zumindest so wie ich das sehe, Erwin, kannst du keine dieser drei Fragen schlüssig beantworten. Von deiner Gegenwartsanalyse mal abgesehen, habe ich den Eindruck, du weißt gar nicht so genau, wo du eigentlich hin willst. Vor allem aber scheint dir nicht klar zu sein, welche Voraussetzungen und welche Konsequenzen das hat, was du dir wünschst. Was also willst du, Erwin? Wenn es dein Ziel ist, für den antifaschistischen Nachwuchs erbauliche und unterhaltsame Videos zu machen, dann bist du sicherlich auf einem guten Weg. Denn Videos mit eloquentem Vortrag, mit einem einfach fasslichen Feindbild und mit der Generallösung aller Menschheitsprobleme, die sind dazu ein probates Mittel. Ja, und dein Kanal ist ja sicherlich sehr erfolgreich. Allerdings bist du dann weniger ein Kommentator als vielmehr ein Agitator. Du bist ein verdammtes Arschloch. Wenn dein Ziel die sozialistische Gesellschaft ist, in der alle Menschen nur für das Wohl der Gemeinschaft arbeiten, dann musst du wesentlich mehr tun als Videos machen oder Kooperativen gründen. Und die Machtmittel, die dazu erforderlich sind, eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, sowie die Risiken einer Konzentration dieser Machtmittel, die willst du vielleicht auch nicht, weil du deine Überzeugungsarbeit nicht mit dem Bajonett betreibst. Aber es geht ja auch eine Nummer kleiner. Vielleicht ist dein Ziel ja einfach, andere Leute für das Modell der Kooperative zu begeistern. Dann wäre doch ein adäquater Weg dahin, du gründest selbst eine Kooperative. Es gibt ja auch Kooperativen, die erfolgreich wirtschaften. Im Marxismus spricht man doch immer von der Einheit von Theorie und Praxis. Werde dem doch mal gerecht. Tue das, was du gedanklich entwirfst und mach jede Woche ein Video darüber, wie das alles so läuft in eurer Firma, wie ihr arbeitet, wie ihr Konflikte löst, welche Geschäftserfolge ihr habt und vor allem, was die Vorteile der Mitgliedschaft in einer solchen Kooperative sind. Und solche Videos gibt es ja bei YouTube von anderen Leuten, die das tatsächlich machen. Habe ich mir auch ein paar angesehen. Wenn du
Menschen für deine Ideen wirklich gewinnen willst, dann wäre das wahrscheinlich sehr viel erfolgversprechender, als ihnen zu erklären, sie seien Rassisten, weil sie die Merkel'sche Einwanderungspolitik nicht bejubeln. Ja, und was diesen ganzen Marxismus-Kram angeht, das kann man ja gerne machen, also warum auch nicht? Zwar wird Marx uns garantiert nicht jede Frage beantworten können. Who won the English Football Cup in 1949? The workers controlled means of production. The struggle of the urban proletariat. No, it was Wolverhampton Wanderers who beat Leicester 3-1. Oh, shit. Get out of here. Aber nach wie vor wirft Marx viele interessante Fragen auf, wenn man ihn diese Fragen stellen lässt, anstatt ihn nur als Projektionsfläche für die eigenen Vorstellungen zu nutzen. Beispielsweise könnte und sollte man sich als heutiger Marxist fragen, inwiefern leben wir eigentlich in einer Klassengesellschaft? Was macht die heutigen Klassen und ihre Antagonismen aus? Und gibt es eine herrschende Klasse, die den Staat und seine Institutionen nutzt, um ihren eigenen Klassenstandpunkt als allgemeinverbindliche Moral durchzudrücken? Wenn das Sein unser Bewusstsein bestimmt, ist es dann möglich, dass ein Produktionshelfer oder auch ein Einwanderer aus Afghanistan ein fundamental anderes Bewusstsein hat als ein wohlhabender Akademiker? Und wenn ja, was bedeutet das denn für die Möglichkeit einer harmonischen Gesellschaft? Oder gibt es heutzutage eine industrielle Reservearmee? Also eine relativ zum Arbeitsmarkt bestehende Überbevölkerung aus Unterbeschäftigten oder Arbeitslosen, die bereit sind, für wenig Geld jede Arbeit zu verrichten, die bei Auftragsspitzen problemlos als Reservisten quasi rekrutiert werden können und die sich außerdem als Lohndrücker oder Streikbrecher einsetzen lassen. Und wenn ja, wer hat Interesse an der Herstellung einer solchen Reservearmee und wer nicht? Ja, wenn der Vertreter eines Großkonzerns, der zahlreiche Geringqualifizierte beschäftigt, wenn so ein Mann die Einwanderung von vorwiegend Geringqualifizierten bejubelt, dann wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich als Linker fragen sollte, warum man die Einwanderung von vorwiegend Geringqualifizierten bejubelt. Ist es vielleicht möglich, dass ihr Linken gerade das Geschäft des Neoliberalismus betreibt? Ooh, that's a bingo! Und das heißt ja nicht, dass man automatisch zu den gleichen Schlüssen kommen muss wie Sarah Wagenknecht oder Wolfgang Streeck. Man kann ja von mir aus Einwanderung befürworten und sagen, es ist unsere Pflicht, Leute aus Afrika aufzunehmen und jeden aufzusammeln, der irgendwo im Mittelmeer umherschwimmt. Aber man sollte dann wenigstens so ehrlich sein und die Auswirkungen auf die eigene Unterschicht nicht verschweigen. Denn wer zahlt denn die sozialen Folgekosten der Einwanderung? Der Schnurrbartmann hier etwa? Ja, und das, Erwin, das wäre doch mal eine Herausforderung für einen ehrgeizigen politischen Kommentator wie dich. Fundierte Überlegungen anstellen, wie man in einer globalisierten Welt die Interessen von Einwanderern und heimischer Unterschicht zur Deckung bringen kann, wie man allen diesen Leuten ein Auskommen und eine sichere Zukunft bietet, wie man den Kapitalismus so umgestaltet von mir aus, dass seine Energien dem Gemeinwesen nutzbar gemacht werden. Also gerne kontrovers und polemisch, aber ausgewogen, wohlüberlegt und fair. Ein solcher politischer Kommentator wäre doch wirklich ein Gewinn für das Internet. Könntest du das sein, Erwin? Wo ist dieser Mann, der das alles kann? Wo ist dieser Mann, der das alles kann? Denn es ihn gibt, wer ist so gut verliebt. So, Kinder, das war also meine kleine Einführung in den Marxismus-Erwinismus. Ich bedanke mich bei den 3 oder 4 von euch, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Und wenn euch in Zukunft jemand erklärt, erhalte den Schlüssel für das Paradies in den Händen, dann fragt euch zuerst, weiß der eigentlich, welche Tür der damit aufschließt?